Recht herzlich willkommen zu einem weiteren Game Giant Special mit der Oculus Rift. Wir testen die Oculus Rift heute mal anhand von so wirklich guten Spielekrachern wie Doom 3. Ich habe euch Doom 3 mal hergerichtet, so dass man Doom 3 mit der Oculus Rift spielen kann. Und ja, wir müssen mal ausprobieren, ne, was da alles so geht, wie das Gefühl ist, ne? Ob es Spaß macht, ob es ein langfristiges Ding sein könnte, wer weiß das schon. Ich probiere es einfach mal aus, ne? Ihr könnt ja einfach mal zuschauen und ja, starten wir direkt mal rein. Ich setze das Ding mal kurz auf. So. Gut. Sitzt gut, passt, wackelt, wenig Luft. So. Wie ihr jetzt seht, ne, kann ich mich mit der Oculus Rift hier einwandfrei bewegen. Oben, unten, links, rechts im Kreis drehen, wie es mir gerade passt. Gut, wollen wir mal ein Stück laufen hier. Willkommen im Verlies Marine, dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Also das ist schon eine schöne Sache, ne? Wenn man jetzt mal so deine Waffe guckt, ne? Dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, nimm dein Zeug. So, jetzt kriege ich hier meinen Panzer. Jetzt bist du einsatzbereit. Hab auch meine Waffe gekriegt. Testen wir kurz den Funk. Mal rumballern hier. Alles gut, ja. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Also, gutes Signal. Okay. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Mars-Oberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Also wenn ich jetzt hier runtergucke oder so, kann ich auch direkt da Zivilisten. In die halt dich zurück, Ecken reingucken, und das ist an, alles um überhaupt kein schießen. Thema, das funktioniert ganz gut mit der Oculus Rift. Wo natürlich noch dran gearbeitet werden muss, ist an dem Head-Tracking. Also mir kommt das schon so ein bisschen träge vor, wenn ich hier den Kopf bewege. Du hast nicht viel Zeit, Marine, du musst los! Ja, ich quatsche mich hier gerade voll. Gut, man muss dazu sagen, das ist ja das Development Kit 1.1. Es ist schon etwas verbessert, aber immer noch eins mit einer wenig hohen Auflösung. Die Auflösung pro Auge beträgt ja gerade mal 600 Pixel. Was schon ziemlich ja, wenig ist. Also wenn ich jetzt die Linsen mal abnehmen würde von der Brille, dann würde ich das Display, was hier in der Oculus Rift eingebaut ist, ne, da würde man das Bild einwandfrei sauber drauf gucken, aber durch die Linse und durch das Auge, was ja so nah rangeholt ist, ne, sieht man die Pixel doch ganz schön heftig. Also ist schon cool, ne? Also ich komme mir zwar gerade ziemlich groß vor, wenn ich das mal so vergleiche hier mit dem Typen hier. Also ich kann ihn total übers Auge gucken, was muss nichts heißen, dafür ist es einfach eine McGay. Es ist schon cool, wenn man sich hier so umguckt. Aber alltagstauglich ist das Development Kit, ne, für den normalen User noch nicht. Wobei man auch dazu sagen muss, ist ja auch noch gar nicht dafür vorgesehen. Wissenschaftler, richtig? Oh, hallo. Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Die Frage ist ja, ne, ob es langfristig Spaß machen wird, mit sowas wie einer Oculus Rift zu spielen. Ich denke mal, wenn man die Möglichkeit hat, so eine zu besitzen, wenn sie dann irgendwann rauskommt. Ich denke mal, das wird ja auch nicht allzu schwierig sein, weil die Oculus Rift, die soll ja gerade mal 150 Euro kosten. Ich denke mal eher, ne? Das habe ich schon tausendmal gemacht. So wobei eher Plus, aber so haben sie ja gesprochen, die Entwickler von Oculus Rift. Weil es mein Job ist, dass du es tust. Man hat zwar hier dieses Gefühl, man kann hier überall in die Ecken gucken. Können die Warnungstüten denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die ausreden. Mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam, was es braucht. Ich tue mein Möglichstes, aber manche Vorfälle in den Systemen kann ich nicht erklären. Mit der Maus und mit der Tastatur immer noch arbeiten muss, ja immer noch nicht so das Gefühl, als ob man hier total frei wäre. Ne? Also, es ist zwar alles schön und gut, die 3D-Geschichte.
Aber gut, dafür gibt es ja noch. Schleichen Sie sich immer so ran. Da gibt es ja noch andere. Ich bin schon nervös wegen der seltsamen Dinge, die Entwicklungsgeschichten, die gerade so anwickeln sind, wo die dann irgendwann mal die Möglichkeit haben. Mit denen kann man sogar kaputt schießen. So, hier haben wir auch dann die obligatorische Lampe, die man von Doom 3 erkennt. Ich muss dazu sagen, ich spiele gerade Doom 3 BFG Edition. Die natürlich ein bisschen aufgepäppelt wurde, im Gegensatz zu dem ersten Doom 3, was damals direkt von Itnip produziert und gepublished wurde. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser! Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. So, hier sind wir jetzt auf dem Mars. Sieht ja alles ganz schnurrig aus hier. Es ist wie gesagt jetzt auch nur ein Vorführvideo. Also ich will hier nicht das Spiel vorstellen, im Gegenteil. Also ich will einfach nur euch mal demonstrieren, was man machen kann hier mit der Oculus Rift, was man hier für Möglichkeiten hat. Wohlgemerkt natürlich, dass es noch das Entwicklerprodukt ist. Ne? Also nicht die feine Version, da wird es noch einiges Cooles, die auf den Markt kommt. Zum Beispiel wurde davon ja. Es wurde ja jetzt darüber gesprochen, dass da wohl irgendwie noch mit Kameratechnik gearbeitet wird, ne, um das Head-Tracking-Problem zu lösen. Na, sehr gut. Und da muss man halt einfach mal abwarten. Ne? So Entwicklungsgrößen wie John Carmack, ne, die ja hier das Doom 3 erfunden haben und entwickelt haben. Entwicklerchef waren bei IT. Weiß nicht, ob das immer noch ist, oder ob das Amt jetzt niedergelegt hat. Aber auf jeden Fall ist er ja damit in die Produktion mit eingestiegen. Bitte, ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden. Das zum Beispiel haut jetzt auch gar nicht hin. Also muss mein Kopf jetzt total nach links drehen, um überhaupt was sehen zu können. Weil selbst in Zwischensequenzen, ne, ist halt diese Oculus Rift eine Funktion voll aktiv. Also das Bild ist nicht schnell. Also okay, das muss man aber auch sagen. Ne. In dem Fall, die Geschichte ist ja auch so, dass die 3D-Institution ja noch kein Native Oculus Rift Support hat. Ne. Das haben halt eine Hobby dazu entwickelt, sozusagen. Und jetzt geht's halt los. Jetzt kommen halt die ganzen Tiefer hier. Das tun wir halt auch noch ein bisschen schneller. Denke ich jetzt erstmal nach oben. Wieder nach oben. Ach, jetzt ist das ein Zombie, ja. Zombie! Zombie! Oh. Immer platt gemacht. Das Zielen fällt auch noch ein bisschen schwierig. Aber es geht. Wir haben ja hier diesen komischen Laserstrahl, der hier so mittel im Bild ist. Das haben wir so extra dazu gefügt, damit man das mit dem Ziel ein bisschen leichter hat. Hier ist noch ein bisschen Munition. Und mal gucken, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Ich muss dazu sagen, ne, also bei mir, ne, hier ist die Oculus Rift, ne, so wie sie jetzt im Moment ist, noch gar nichts. Ne, also wenn ich überlege, ich habe jetzt hier die Oculus Rift, ne, wie lange auf? 5, 10 Minuten? Und ich habe jetzt schon Kopfschmerzen und so ein leichtes Gefühl im Magen. Ne, also das ist einfach noch nicht so, wie sein soll. Das soll halt alles in der feinen Version behoben sein. Also. Ja, und das ist eben halt, ne, der Weg dahin ist halt steinig, ne, also um das alles zu bewerkstelligen, dass das halt nicht mehr passiert, weil es soll ja Spaß machen, irgendwann mal mit der Oculus Rift zu zocken. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Dann hoffe ich auch, dass es irgendwann nochmal mehr Linsen gibt, als die in diesen drei, die hier in dieser Standardversion mitgeliefert werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, egal welche Linse ich aufsetze, so richtig scharf ist es nicht. Aber das kann auch daran liegen, weil die Auflösung niedrig ist. Das weiß man nicht. Und jetzt muss ich mal hier fertig werden. Truppenführer, Lagebericht. Ende.
Kommandozentrale hier, Team Bravo. Jetzt wir haben Mars. Na gut, okay, sieht alles. Kommandozentrale hier, also wenn man Ultra HD Oculus Fettel, die auch irgendwann noch produziert werden soll, beziehungsweise auf den Markt kommen soll, ist das ganz gut. Aber das Bild erstmal richtig sauber ist. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Boom halt, ne? Am Anfang ist ordentlich was los. Nur eben halt, mit der Spiel, ne, wird da, also mit der Zeit wird das Spiel halt ein bisschen eintönig. Ich habe das Spiel ja schon einmal durch, auch als das Add-on, was damals auf den Markt kam. Was ich natürlich gut finde, ist, dass hier, ne, die Neuauflage, die Geschichte-Edition, ne, das ist natürlich eine komplette, von Hause aus, schöne, eine deutsche, was ich gesagt, ne, mit deutscher Synchronisation, was damals bei der ersten Doom 3 Version, die es gab, nicht war. Da kommen wir, die ganzen Zombies. Ja, wie gesagt, ist schon eine schöne Sache, ne? Man kann halt überall gucken und ist auch damit drin und das ist das Schöne. Wenn ich überlege, dass irgendwann mal in dem Spiel, wie zum Beispiel dieser Euro Trucker Simulator, oder da wurde das gut eingebaut. Da ist das Spiel, da ist die Hand. Mal jetzt durchgucken. Ist die schön, jetzt komme ich nicht weiter. Gucken, ob wir das hier irgendwie aktivieren. Euro Trucker Simulator, ne, da haben sie das halt mit eingebaut, da bist du ja dann am Fahren und kannst dich da richtig schön bewegen. So quasi gesehen, du fährst halt deinen LKW und guckst halt überall hin und siehst halt die ganzen Armaturen und so, was ja natürlich nicht verkehrt ist, wenn sowas dann irgendwann mal in den Spielen mit eingebaut wird, auch von Hause aus, und das wird auf jeden Fall kommen. Ne? Spätestens wenn dann Ende 2014, ne, die feine Version da auch über das, ne, auf den Markt kommt. Wo sind sie denn hier, die alten Zombies? Da ist er. Na, die sitzen. Ich habe ja am Anfang zu mir gesagt, dass, wo ich das gemerkt habe, dass das hier mit den, dass mir dadurch ein bisschen schlecht werden kann, dass ich Kopfschmerzen kriege, dass ich das mit der Zeit sehe, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aber ich mich dafür wirklich gut dran sehen. Auch das kann man nicht, auch wenn ich dann hier, und das ist einfach noch nicht final und da muss man eben halt. Cool, jetzt habe ich mir jetzt mal die Flinte. Der Flinte. So, jetzt bin ich hier irgendwo im Keller. Ich weiß nicht, wohin! Ich meine Taschen nochmal aus hier. Keine Chance! Alle raus aus dem Versorgungskorridor! Los, los! Alles nur ein Wissenschaftler, der nur Scheiße entwickelt hat. Ja, gut, machen wir mal an dieser Stelle Schluss. Alter, Walter, du. Ich muss jetzt sagen, ich habe das Ding jetzt knapp 15 Minuten aufgehabt, ne? Vielleicht weniger, ne? Und weiß nicht, also. Mir ist das nichts. Weiß nicht, also. Ich hoffe, dass sich das echt in der feinen Version ändert, ne? Kann man zwar runterspielen und sagen, oh, ist ja alles gut und so, ne, aber ich meine, das haben ja schon andere Leute gesagt, ne, wenn man sich die Beiträge anguckt hier von GameStar, die haben alle gesagt, so, ne, und ne. Also, schön finde ich das noch nicht. Gut, wie gesagt, es ist nun mal eben ein Entwicklerprodukt und man muss halt gucken, ne, also, was die feine Version der Oculus Rift dann irgendwann bringt. Ne? Also hier noch mal gucken.
ist ja auch das, wenn man das mal so sieht hier, ne, ich kann das ja so schwenken hier, ne. Das Bild, das bewegt sich mit, das ist ja auch alles super und alles schön und gut. Hoch und runter hier, zur Seite. Reagiert ja schon ganz gut eigentlich, ne? Kann man ja nicht meckern. Und die Ladenszeiten der Oculus Rift sind halt einfach, ja, noch zu wenig und da muss halt noch dran gearbeitet werden. Bin ja mal gespannt, aber ich denke mal, das wird. Die haben ja noch ein Jahr Zeit und wenn sie es nicht fertig kriegen, dann werden sie überhalten, das noch ein bisschen verlängern. Ja, was gibt es noch zu sagen? Oculus Rift ist an und für sich ein schönes Ding, muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Wir werden ja sehen, was die Zukunft bringt und was es da noch für Komponenten gibt. Es gibt ja zum Beispiel eine von Razer, die Hydra, ist auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Da zum Beispiel kann man ja auch noch, wenn man da am Zocken ist, ne, die Hydra mit einbinden in Oculus Rift. Ne. Dann hat man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo sich bücken muss oder so, dann kann man das original machen, weil das ist so aufgebaut. Ne. Die Hydra, das kann man mit den Nunchucks, ne, der Wii U vergleichen. Da hat man dann eins in der Tasche, ne, und eins nimmt man zum Schießen. Dann bewegt sich die Waffe auch original dahin, ne, wo die Waffe dann ist und so. Also das ist dann halt noch ein Stück, ne, ja, Realität, ne, wo man dann drin steckt, ne? Also ja, muss man mal abwarten. Aber ich denke mal, da wird noch einiges entwickelt werden. Ich bedanke euch erstmal fürs Zuschauen. Ne, ich hoffe, ich konnte euch noch mal einen kleinen Einblick, ne, in die Welt der kommenden Oculus Rift, ne, gewähren. Und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mehr oder weniger. Ne? Okay, wir werden jetzt sehen, was die Zukunft bringt. Und ja, ich melde mich dann erstmal zurück ins Studio. Ne? Bis zum nächsten Mal. Zuerst einmal vielen lieben Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angesehen hast. Wenn du jetzt ein Mitglied der GamesGiant Community sein möchtest, dann klicke einfach auf das GamesGiant-Symbol. Und wenn du ein Mitglied der Bronzebeard Piratenbande werden willst und fortan kein Let's Play mehr verpassen möchtest, dann klicke auf die Bronzebeard-Flagge und sei ein Mitglied der Bronzebeard Piratenbande.